Fang an, Junge! Yo, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Ja, Freunde, heute gibt es die Reaction zu unserem Spiel oder auf das Spiel 1. FC Köln gegen Union Berlin. Union gewinnt mit 1-0 in Köln und ja, wir haben, auch wenn das Spiel nur 1-0 für Union ausgeht, schon einiges, wo man heute wieder drüber sprechen muss. Ja, das Spiel ging los. Stadion war nicht ganz ausverkauft. Oberrang Gästeblock war so geteilt. Ich glaube, rechte Seite von meinem Winkel aus waren Union-Fans. Links saßen noch ein paar FC-Fans. Überall waren aber noch ein paar Stühle frei. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Zuschauer es waren. Ich denke mal so, keine Ahnung, 48,5 oder so. Ja, habe ich vor lauter Emotionen jetzt im Stadion nicht mitbekommen. Auf jeden Fall war es nicht 100% voll. Und das Spiel ging 100% schlecht und unglücklich für den FC los. Ja, Union hat einen Ballgewinn auf der linken Seite. Sibacho spielt den Ball raus auf Geraldo Becker. Und Geraldo Becker will den Ball von links in den 16er flanken. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir diese Flanke in der Mitte pflücken und raushauen, wenn Hübers halt eben nicht hingeht. Aber Hübers ist halt Verteidiger. Es ist das Spiel unter Baumgart, drauf zu gehen, zu pressen, zu attackieren. Deshalb auch in dieser Situation, Hübers geht einen Schritt hin, will drauf gehen und fälscht den Ball so ab in die kurze Ecke. Schwäbe macht leider genau in dem Moment den Schritt in die Mitte, was aber eigentlich als Keeper auch logisch ist. Weil wenn der Ball in die Mitte kommt, um einfach den Winkel dann zu verkürzen für den Stürmer, der dann in der Mitte an den Ball kommt. Ja, so ist es sehr unglücklich. Wir kassieren dann das 1-0. Ja, und ich hatte in diesem Moment irgendwie wieder das Gefühl, wenn es jetzt dabei bleiben sollte, ist es irgendwie genau wie das Hinspiel in das Rückspiel in der letzten Saison, wo wir 1-0 verloren, wo Hector den Fehlpass macht. Einfach ein dummer Fehler, schrecklich unglückliche Situation und man verliert das Spiel. Ja, das Spiel ging in jedem Fall weiter. Kurz danach gab es eine Szene, die war halt relativ in meiner Ecke. Ich konnte es direkt sehen. Handelfmeter wegen Luca Kilian und also tut mir leid, also ohne FC-Brille, das ist niemals im Leben, ist das ein Elfmeter. Es wird ja immer gesagt, Elfmeter ist bei Vergrößerung der Körperfläche und Absicht mit einer Bewegung zum Ball. Ja, vielleicht vergrößert er minimal seine Körperfläche, aber wenn du dich halt wegdrehst, dann ziehst du den Arm halt mit. Und in meinen Augen ist es noch nicht mal unbedingt eine Vergrößerung der Körperfläche. Okay, er hat die Hand so, aber immer noch relativ nah am Körper. Kann man jetzt drüber diskutieren, aber es ist niemals eine Bewegung zum Ball, weil er mit dem Rücken zum Ball steht. Also erstmal ist das niemals im Leben ein Elfmeter. Dann gibt es eben den Elfmeter. Schwäbe hält den überragend gegen Sibacho. Deshalb muss man da Gott sei Dank eigentlich nicht mehr drüber diskutieren. Trotzdem ist es für mich niemals ein Elfmeter. Und was ich noch schlimmer an dieser Situation finde, man gibt den Elfmeter und gefühlt anderthalb Minuten, nachdem er den Elfmeter gegeben hat und Sibacho quasi gerade schießen will, gibt es dann die gelbe Karte für Kilian. Wo ich mir auch denke, ja, aber wenn du doch davor stehst und dir so sicher bist, dass es ein Elfmeter ist, dann gib doch direkt die gelbe Karte. Aber nein, der hat dann aus Jux und Dollerei und aus eigenem Ego die gelbe Karte gegeben, weil wir auch in Person von Kilian da diskutiert haben. Das ist alles und das fuckt mich in der Bundesliga übertrieben ab. Aber ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wie gesagt, Schwäbe hält den Ball und allgemein muss man sagen, in der ersten halben Stunde kann man sich auch nicht beschweren, wenn der FC 2 oder 3-0 zurück ist. Also Union hatte noch die ein oder andere Chance. Bälle, die teilweise echt knapp am Tor vorbeigeflogen sind. Und ja, vom FC war offensiv wirklich überhaupt nichts zu sehen. Wir haben dann, ich glaube, ungefähr 40. Minute die erste Torchance von Linden Meiner, der ja einen hohen Steckball bekommt und den Ball mitnimmt, aber leider sich selber ein bisschen zu weit nach rechts außen drängt. Unions Keeper macht es dann auch gut, kommt raus, verkürzt den Winkel. Ja, Meiner macht dann meiner Meinung nach eigentlich noch relativ viel draus, einen relativ guten Schuss, der aber halbwegs mittig ist, ja, den Unions Keeper dann halt hält. Und dann gab es 4 Minuten Nachspielzeit. Ich habe dann zu meinem Kollegen gesagt, das Beste an dem Spiel ist, dass wir nur 1-0 zurück sind und hoffentlich
ja, gehen wir dann halt in die Halbzeitpause. Ja, dann sind wir in die Halbzeitpause gegangen. Dann gab es dann sofort quasi zu Beginn der zweiten Hälfte einen Wechsel. 1:1 Steffen Tigges kam für Florian Dietz. Da werde ich aber gleich auch nochmal ein bisschen was zu sagen. Ja, und dann hatte ich zwar das Gefühl, dass wir besser reingekommen sind, aber so richtig so den letzten Zug nach vorne, so die letzten so kreativen Ideen, wie man Union auch wirklich mal aushebelt, habe ich trotzdem nicht gesehen. Wir haben zwar eine weitere gute Chance von Linden Meiner gehabt, der dann wieder an Unions Keeper scheiterte. Aber da muss man sagen, da fehlt es mir wirklich und da bleibe ich immer noch dabei. Ich weiß, dass wahrscheinlich 80% von euch, und das habe ich auch wieder im Stadion gemerkt, bei Leuten, die hinter mir saßen. Taubi sagt das auch, viele andere FC-YouTuber sagen es auch. Ich sage trotzdem, dass ich anderer Meinung bin. Es liegt nicht an den Stürmern. Man hat heute wieder gesehen, genau wie man es auch gegen Stuttgart gesehen hat, wir haben viel zu wenig Ideen nach vorne, wenn aus dem Mittelfeld einfach nichts kommt. So, und ich bin der Meinung, in einem Spiel wie heute oder auch gegen Stuttgart kannst du einen Erling Haaland oder einen CR7 vorne beim FC drin stehen haben. Wir machen trotzdem kein Tor. Weil welche Flanke in diesem Spiel kam gefährlich in den 16er oder welcher Pass kam gefährlich auf unsere Stürmer? Wir spielen einen hohen Chipball nach vorne in der ersten Halbzeit auf Dies, in der zweiten Halbzeit auf Tigges. Und wenn ihr euch die Szenen mal genau anguckt, steht unser Stürmer alleine gegen zwei Leute da. Selbst wenn er den Ball festmacht, was passiert denn dann? So, selbst nehmen wir an, er macht den Ball fest und er legt den Ball zurück und der einzig mitgerückte Spieler, und das war meistens meiner oder keins, hat den Ball. Was machen wir denn dann? Genau, wir machen eine Drehung und spielen den Ball zurück. Genauso wie wir es in der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit immer und immer und immer wieder gemacht haben. Und für mich fehlt im Spiel gegen Stuttgart und auch heute fehlt ganz klar der Zehner. Wenn wir dann jemanden haben, der einen Dietz und einen Tigges dann ordentlich füttert und die jedes Spiel 3 oder 4 Chancen versieben, dann sage ich, okay, ich nehme meinen Hut, ihr hattet recht, wir brauchen einen Stürmer. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass wir keinen Stürmer brauchen. Ich bin der Meinung, dass es im Mittelfeld hapert, weil wir einfach keine kreativen Ideen nach vorne haben. Und wir haben jetzt gegen Stuttgart und auch gegen Union zwei Gegner gehabt, die leidenschaftlich, clever und man kann es auch so sagen, ohne Disrespekt, ekelhaft verteidigt haben. Und da fehlt dem FC halt einfach die Durchschlagskraft und die Ideen. Vielleicht kann der geforderte Stürmer vielleicht mal eine Einzelaktion machen, aber so wirklich viel weiterbringen tut uns das meiner Meinung nach nicht, weil wir eben jemanden brauchen, der das Spiel an sich zieht, jemanden braucht, der die Bälle verteilt und jemanden, der die Stürmer auch mal in Szene setzt. Ich glaube, wir hätten in dem Spiel heute ein Córdoba und ein Poyampalo gehabt, wir hätten trotzdem kein Tor geschossen. Da bin ich sehr fest von überzeugt, weil einfach in letzter Instanz auch die gefährlichen Bälle für einen Stürmer gefehlt haben. Und da ich selber Stürmer war, ich weiß, das haut euch wahrscheinlich schon den Hals raus, aber es ist einfach so, weiß ich selber, wie es ist, wenn du keine Bälle bekommst, kannst du auch keine Tore schießen. So, und Union ist nun mal halt eine Mannschaft, die defensiv kompakt steht und gut verteidigt, ob man den Spielstil jetzt schön findet oder nicht. Ich persönlich feiere diesen destruktiven Spielstil auch 0,0, haben auch viele von euch in die Kommentare über Match Talk geschrieben. Trotz allem war das zu wenig vom FC. Unterm Strich ist es eine verdiente Niederlage, wie ich finde. Man hätte zwar mit etwas Glück durch die Szenen von Meiner vielleicht einen Ausgleich machen können, hat man aber nicht, war auch heute einfach nicht verdient. Denn für ein Heimspiel waren das in jedem Fall zu wenig Chancen, die man rausgespielt hat. Dennoch stehen unterm Strich nach 6 Spielen 9 Punkte. Wir haben jetzt gegen Bochum dann am kommenden Sonntag ein richtungsweisendes Spiel. Wenn man da gewinnt, ist man wieder sehr gut dabei. Wenn man da verliert, muss man dann langsam nach unten gucken, weil auch das Spiel danach dann Dortmund ist. Dennoch wehre ich mich dagegen, jetzt schon wieder alles schlecht zu reden. Ich habe wieder auf Insta und auf Facebook viele, viele beleidigende Kommentare gelesen gegen unsere Stürmer, gegen unsere Mittelfeldspieler, gegen unsere Außenverteidiger. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich mir da Kommentare durchlese. Ich lese nur noch meine eigenen Kommentare, weil sowas geht halt einfach gar nicht. Das sind halt genau die gleichen Leute, wie wenn jetzt gegen Nizza Tigges das Tor macht, die dann jubeln, boah, Tigges, und jetzt heute hat der keine Bälle bekommen, dadurch kein gutes Spiel gemacht und dann wird direkt geschrieben, du H...
Ich check das nicht, aber das ist einfach typisch Köln, das ist typisch Köln, dass man einfach immer entweder volles Rohr, himmelhoch jauzend oder alles ist scheiße und jeder ist schlecht ist. Und das geht mir einfach übertrieben auf den Sack. Und ja, ich muss aber sagen, dass ich für so Kommentare einfach echt gar keine Kraft mehr habe, ganz ehrlich. Wie gesagt, ich bleib bei meiner Meinung. Ihr könnt sehr, sehr gerne anderer Meinung sein. Ich hoffe nur, dass das ohne Beleidigungen abläuft, dann ist das vollkommen okay. Ich finde trotzdem, dass aus dem Mittelfeld mal wieder zu wenig kam. Da sieht ein Stürmer dann auch schlecht aus, wenn er einfach keine Flanken bekommt. Und vielleicht gab es ein oder zwei, aber ich glaube, ich habe außer unseren Eckbällen keine einzige Flanke in diesem Spiel gesehen. Und das ist halt schade, weil das eigentlich auch unsere Stärke ist. Ja, aber abschließend zum Spiel gab es dann für Kessler und Baumgart noch die gelbe. Was da jetzt genau passiert ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich meckern, was ich aber zu Recht finde, weil ich den Schiedsrichter auch komplett bodenlos fand. Zig Vorteilaktionen abgepfiffen auf beiden Seiten. Sämtliche Aktionen abgepfiffen, leichte Zupfer im Mittelfeld, wo 5 Minuten vorher die gleiche Szene war, die dann nicht abgepfiffen worden ist. Ja, dann beim FC ein Schindler sofort die gelbe Karte. Pedersen fand ich noch okay, der hat den wirklich weggehauen. Ja, und dann gab es halt in der 81. Minute gelb-rot für Luca Kilian. Und da muss ich auch sagen, also es ist dumm, dass Luca Kilian da so hingeht, weil 3 Mann auf der Mittellinie gegen einen sind. Selbst wenn er an Kilian vorbeikommt, glaube ich nicht, dass er an allen vorbeiläuft. Der Andreas Schäfer war das, glaube ich. Und dann vors Tor kommt. Trotz allem muss ich mich trotzdem fragen, ein Handelfmeter, der keiner war, dafür dann eine gelbe zu geben, plus dann die Szene, sind dann 2 Szenen, 2 gelbe Karten, finde ich auch komplett überzogen. Also wieder ein sehr selbstverliebter, selbstherrlicher Schiedsrichter, der ja einfach mal wieder einfach sein Ego am Platz gelassen hat und einfach nicht richtig entschieden hat. Dennoch war das nicht der Grund für die Niederlage heute. Der Grund für die Niederlage war in erster Linie, dass wir zu wenig Chancen rausgespielt haben. Jetzt steht eine Niederlage gegen Union. 9 Punkte nach 6 Spielen, was immer noch in Ordnung ist. Wie gesagt, wir haben ein richtungsweisendes Spiel gegen Bochum. Da muss man 3 Punkte holen. Ich hoffe, dass Trainer Reis noch im Amt bleibt, weil mit einem neuen Trainer, ihr kennt das, Trainerwechsel kann oft sehr viel bewirken. Ich hoffe, dass er im Amt bleibt. Zum Zeitpunkt, wo ich das Video jetzt aufnehme, ist er zumindest noch im Amt. Ich habe zumindest noch nichts anderes gehört. Und ja, bin gespannt, wie ihr es gesehen habt. Ich weiß jetzt schon, dass von 50 Kommentaren wieder 30 sein werden. Wir brauchen einen Stürmer. Könnt ihr sehr gerne reinschreiben, Freunde. Ich bin da mittlerweile abgehärtet. Ich verstehe es nur nicht, warum man das so sieht. Aber alles gut. Könnt ihr sehr gerne unten reinschreiben. Und ich hoffe dennoch, auch wenn ihr anderer Meinung seid, was das angeht oder allgemein das Spiel angeht, dass ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, was auch immer ich mache, wieder. Euer Fabio ist raus. Haut da rein und ciao. We'll be right back.